Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zu diesem wunderschönen Testvideo zum MSI Phantom Pro Notebook. Falls ihr nochmal das Unpacking sehen wollt, klickt einfach hier mitten ins Bild oder einfach in den Link in der Beschreibung, also auf den Link in der Beschreibung, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Und wir starten jetzt mit verschiedenen Spielen hintereinander und dort zeige ich euch einfach mal die Gesamtperformance. Ich glaube, es sind, fünf Spiele. Einmal Ark, einmal Call of Duty Modern Warfare 3, einmal DayZ, einmal Euro Truck Simulator und einmal Formel 1 2016. Das sind die fünf Spiele, die ich auf dem Notebook über längere Zeit getestet habe und einfach nur einen kurzen Zeitraum aufgenommen habe für euch. Und ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Video und es würde mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gibt, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde mal sagen, let's go! Fangen wir mit Ark an. Und ihr habt es euch gewünscht, dass wir es anschauen und dann denke ich doch mal, schauen wir mal, wie das Spiel so auf dem Notebook läuft. Wir betreten einfach irgendeinen beliebigen Server mit einer vernünftigen Pingrate. Nehmen wir einfach mal hier den offiziellen und betreten ihn. Ich bin gespannt. Die Grafikeinstellungen kann ich euch gleich gerne nochmal zeigen. Ich habe alles auf den Grundeinstellungen hochgestellt. Und ich denke mal, das dürfte das Notebook ohne Probleme schaffen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, jetzt haben wir hier unseren Standard-Account. Ich werde an dieser Figur auch persönlich nichts dran ändern. Aber selbst hier haben wir jetzt gerade aktuell 45 Bilder pro Sekunde. Und dann werden wir Joe erstellen. Leider funktioniert die Anzeige der FPS nicht für euch. Ich weiß auch nicht warum, aber ich werde sie euch sagen, wenn es okay für euch ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, werde ich Screenshots auf die Webseite von mir hochladen. Die ist kalt. Du solltest bald einen wärmeren Ort aufsuchen. Okay, cool. Wir drehen uns dreimal im Kreis. So. So, schön. 43 Bilder pro Sekunde jetzt gerade aktuell, hier an diesem wunderschönen sonnigen Tag in Ark. Ich glaube, Ark ist so ein Spiel, genau wie Crysis damals, das einfach fantastisch aussieht und bestimmt noch einigen Spaß mit sich bringt. Ich habe es selber noch nie wirklich gespielt. Du bist aber süß. Was bist denn du? Bist du ein Vogel oder sowas? Oder ein... Zack, kriegst du sie. Komm her. Aus dir kann man bestimmt was Essbares machen. Sag mal, was hält denn das Hühnchen aus? Kann ich mir das nicht am Hals packen und einfach umbringen? Huhn, rede mit mir. Aha. Unfassbar. Haben wir ein bisschen Haut hier, richtig? Achso, das ist unser... Achso, er hat gar nichts. Das ist nur bewusstlos. Aha. Jetzt haben wir es gekillt. Sehr schön. Achso, aber es gibt nichts, oder? Wir können den toten Körper jetzt einfach mal mitnehmen. Achso, zu den FPS 42 Bildern pro Sekunde haben wir gerade. So, loslassen, sehr schön. 51 Bilder, 41 Bilder, also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ihr seht das ja selbst in der Aufnahme, also es ist... kein Spaß von mir oder so. Ich würde euch auch keinen Schwachsinn erzählen. Weil, was bringt es uns, ne? Sind wir mal ehrlich. Was würde es mir bringen, wenn ich jetzt sagen würde, das Spiel läuft... Huch, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Ach, in den Chat. Ah, okay. Das ist übrigens unser Inventar. Wir haben einen Hut.
Hiermit kannst du das Aussehen von einem Helm oder einer Mütze ändern. Ah, okay, cool. Ah, schade. Okay, gut. Also, Ark läuft ungefähr mit durchschnittlich 45 Bildern pro Sekunde. Ich finde, das ist ein sehr guter Schnitt. Es sieht fantastisch aus und wir gehen ins nächste Spiel. Bis gleich. Moin Leute, und hier geht es weiter mit DayZ hier im Spieletest von MSI. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal durch. Und ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Vor allen Dingen leistungsmäßig. Ich habe das Spiel eben schon mal angespielt, um einfach zu gucken, ob es läuft, ob es funktioniert, etc. pp. Und ich zeige euch auch direkt die Grafikeinstellungen, die ich standardgemäß eingestellt habe. Das sieht so aus. Oh, ja, das habe ich aber nicht eingestellt. Liebes Spiel. Nix da. Da waren wir schon auf sehr hoch. So. Hatten wir noch Texturendetails, waren auch sehr hoch. Sehr hoch. Waren wir auf hoch. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich mach's mal auf niedrig, weil mehr geht hier nicht. Blumenqualität ein bisschen höher. Geht nicht. Ah, okay. Normal. Ein bisschen Blumen. Akzeptieren das Ganze. So. Und schon kann es weitergehen. Das Spiel läuft wirklich sehr, sehr flüssig. Das Schöne ist jetzt, dass auch so ein bisschen die Sonne aufgeht, zum Glück, weil eben wollte ich einen Test machen, da war es extrem dunkel. Jetzt geht es einigermaßen und ich muss wirklich zugeben, Leute, es sieht verdammt gut aus. Meiner Meinung nach. Ich meine, wir haben hier so eine schöne Fackel in der Hand. Wir haben auch eine Waffe, sehe ich gerade. Wie komme ich denn an die Waffe? Ah, so, okay. Das ist natürlich cool. Falls ein böses Monster kommt, kann ich dem direkt mit dem Eishockeyschläger auf den Kopf geben. Zu den FPS. Aktuell sind es 71 Bilder pro Sekunde. 68, 63, 60, 62, 59, 62, 51... Die Person ist gerade ein bisschen durstig, ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gucken uns mal hier auf diesem wunderschönen Gelände ein wenig um. Was es hier so gibt, das ist gar kein Hockeyschläger, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Brecheisen. Ist aber auch erstmal egal. Falls ihr natürlich irgendein Spiel seht, was ihr im Let's Play sehen möchtet oder so als Livestream-Spiel, schreibt es einfach in die Kommentare. Dafür ist die Kommentarbox ja schließlich da, ne? Hier wäre ein Hammer. Hammer ist, glaube ich, nie verkehrt. Ich denke, so ein Hammer ist, glaube ich, deutlich effektiver als ein Hockeyschläger. Falls einer der Bösewichte jetzt meint, uns zu überfallen. Das Einzige hier auch wieder zu bemängeln, die Temperatur, weil WSAD wird warm. Schade. Muss ich zugeben, sowas finde ich tatsächlich schade. Aber ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, dass es vielleicht anders mal war. Weil, das sieht ja fantastisch aus, ne? Das muss man einfach mal sagen. DayZ ist ein gutes Spiel. Braucht seine Ressourcen und sieht hier im Gameplay echt fantastisch aus. Wir haben hier 76 Bilder pro Sekunde gerade aktuell und es sieht wirklich super aus. Fantastische Optik. Okay, hier ist zu. Zack. Wir schauen jetzt nochmal hier vorne ein bisschen nach, ob in einem anderen Haus noch was ist. Und dann würde ich sagen, switchen wir zum nächsten Spiel. Also hier ändert sich die Bildrate von 65 auf 76 wieder zurück. Also es ist hier und da natürlich schwankend. Ach schade, den Helm kann ich nicht nehmen. Wir haben eine coole Mütze. Schick, ne? Tolle Mütze.
Das ist ja total außer Puste. Das ist ja unfassbar. Ah, hier liegt auch der Hockeyschläger. Ach, von hier kommen wir ja. Von hier kommen wir. Das Haus haben wir gesehen. Hier waren wir drin. Dann haben wir hier alles gesehen. Ich würde sagen, aktuell durchschnittliche Bildrate auf diesen Grafikeinstellungen 60 Bilder pro Sekunde und ich denke, das ist gut. Das ist sehr gut und es sieht auch fantastisch aus. Definitiv hier im Test beim MSI Notebook. Ich habe mal ganz schnell einen Account erstellt und ich bin immer noch was schockiert über die vorhandene Leistung des Notebooks. Wir spielen auf den Grafikeinstellungen Ultra, also das Maximale, was geht, Skalierung auf 400% und alles andere auf Hoch oder Ultra. Und ETS 2 ist hardwarehungrig. Es liebt Spiele, es liebt Sachen, die wirklich extrem sind. Ja, ich habe mich hier ein bisschen verfahren, weil ich immer noch so ein bisschen schockiert war. Und wie ihr seht, haben wir durchgehend super gute Frameraten. Und das wirklich ununterbrochen die ganze Zeit, Leute. Das ist wirklich genial. Ich zeige es euch gerne mal. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich hier irgendwie rauskomme. Ich habe mich hier richtig fies verfahren, also eingefahren gehabt. Ne, machen wir anders. Das Problem ist, da ich ja hier am Notebook nur mit Maustastatur teste aktuell. Ah, schön, 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 schön. Wir nehmen einfach einen neuen Auftrag. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ja, kommen die 12.000 Euro. Ist ja nicht schlimm, haben wir halt Minus. So tragisch ist das jetzt nicht. Es haben wirklich sehr viele Leute gefragt, wie es denn aussieht mit der Performance vom Notebook. Und wie ihr seht, kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Kein bisschen, also ich hätte keine Beschwerde. Definitiv, das ist das Schlimme. Ich könnte jetzt sagen, ja, die Spiele stottern und so, aber ich habe bis jetzt noch kein Spiel getestet. Ich zeige euch jetzt hier im Test nicht alle, die ich getestet habe, aber ich schwöre es euch, Leute, ich habe jedes Spiel getestet, was ich zur Verfügung habe. Und es läuft alles. Es läuft einfach alles super flüssig in höchsten Einstellungen. Ich meine, ETS 2 auf maximalen Einstellungen mit 400%iger Skalierung, das ist hardwarehungrig. Und hier läuft es, als ob es gar nichts wäre. Es läuft einfach. Es läuft so, als ob das nie was anderes gemacht hätte. Ihr könnt es ja selber links sehen. Hier in dem Spiel funktioniert das komischerweise, diese Anzeige, in den anderen nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Temperaturen stimmen, die da oben links stehen. Wenn ja, ist es ein bisschen warm. Es ist ein bisschen sehr warm. Der Prozessor läuft dann nicht mit voller Leistung, weil er dann natürlich zu warm wird. Ich meine, eine CPU mit 87 Grad sollte es nicht geben, aber was ich sagen muss, rechts und links am Gehäuse sind hier die Lüfter. Und hinten halt die Auslässe. Oh, das gibt einen Unfall. Zack. Und was hat Schaden jetzt bekommen? Ich. Der ist mir noch nicht mal reingefahren. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, ist, da wo die Lüfter sind, ist das Gehäuse wirklich extrem heiß. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist hier an dem Testprodukt, was ich hier habe. Aber ich hoffe einfach, dass es behoben werden kann. Weil dort an den Auslässen ist es zu heiß. Ich meine, da geht man nicht dran. Definitiv nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass an diesen Stellen 86 Grad darunter arbeitet. Es ist schon, huch, fies warm. Was mich persönlich stört, ist eigentlich nur das Lüftergeräusch. Gut, es ist ein Gaming-Notebook. Es kann von mir aus auch laut sein, wenn ich die Kopfhörer anhabe. Ich habe jetzt aktuell die Kopfhörer an, dann geht's. Habe ich aber keine Kopfhörer an, ist es mir definitiv zu laut. Oder ich mache das Spiel lauter. Dann sind die Lüfter nicht mehr allzu laut zu hören. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach, ja,
leicht im Hintergrund nervend. Aber, wie gesagt, mit Kopfhörern nicht hörbar. Also so laut ist es eigentlich wiederum auch nicht. Nur ohne nervt es. Aber es ist schön zu sehen, dass der Euro Truck Simulator 2 auf einem Notebook superflüssig läuft auf Ultra-Einstellungen. Ich meine, das können nicht viele Notebooks von sich sagen. Definitiv. Es hört zwar doof an, aber der ETS 2 ist ein Spiel, das extrem viel Leistung erfordert. Hier, als ob es nichts wäre. Als ob es gar nichts wäre. Als ob man einfach hier rumfährt auf einem normalen Rechner. Ist cool. Wir schauen uns das nächste Spiel an. Bis gleich. Los.
So, abschließend zu dem heutigen Test möchte ich noch Folgendes erwähnen. Ich bin mit diesem MSI-Notebook sehr zufrieden, muss ich zugeben, und auch die Performance passt, die Spiele-Performance passt. Es macht alles sehr viel Spaß. Das Einzige wirklich, was ich persönlich zu bemängeln habe, ist, es fehlt leider ein Numblock, den ich persönlich immer noch sehr gut benutzen kann. Und ansonsten fehlt mir hier technisch gesehen nichts drin. Es funktioniert alles wunderbar, die Leistung passt, die Geschwindigkeit passt, die Lautstärke ist okay. Aber was meiner Meinung nach leider nicht gut ist, wo man aber auch nicht mit den Fingern rangehen sollte, während des Zockens, eigentlich geht man da nie dran, ist hier diese Position, wo hier der Lüfter ist. Hier kann man seine Finger nicht drauf halten. Also es ist gut warm. Genau wie hier oben. Hier dieser Bereich. Und genau wie hier. Hier ist es extrem. Also hier ist es wirklich extrem warm. Also da, wo man meine Fingerabdrücke sieht, da, da und hier oben, ist es zu warm. Und das ist leider meine eigene Einschätzung. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Von daher, ja, vielen Dank an MSI. Und ich hoffe, das Testvideo hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn nein, einen Daumen runter und schreibt, was ihr vielleicht vermisst habt. Bis dahin, Leute, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut.